PS2 gespielt. Auf dem PC würde ich es auch spielen. Ah, dann, ich weiß nicht, ob ich es nochmal auf dem PC spielen würde, wie gesagt. Ich hader mit mir. Also ich glaube, ich würde es mir nicht direkt zu Release holen. Ich würde es mir nicht vorbestellen. Nee. Das letzte, was ich mir vorbestellt habe, war Kingdom Hearts 3. Und das Schlimmste ist, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Bei mir ist es halt so, das habe ich bei Filmreihen, ich habe es bei Buchreihen und ich habe es bei Videospielreihen. Den letzten Teil einer Reihe kriege ich nie zu Ende. Irgendwie spiele ich den nie zu Ende, denn ich habe Angst, dass mich das Ende enttäuschen würde. Ich habe solche Angst, dass mich Kingdom Hearts 3 das Ende mega enttäuscht. Oh! Und ich möchte es so gern spielen, aber ich will nicht enttäuscht werden. Und ich weiß, wenn ich mir das für PC holen würde, dass ich wieder nur bis Teil 2 spiele und das ist dann einfach auf dem PC wieder verrottet. Nee. Ich warte mal, bis Games so 10, 20 € kosten. Ja, da habe ich keine Geduld für. Also, was ich tatsächlich mache, ist bei den Steam Sales. Da gucke ich immer, oder wenn halt bei PlayStation Network da halt was runtergesetzt ist. Was ich zurzeit mache, ist halt wirklich nach PS2 Games oder PS1 und so weiter zu gucken. Dass ich halt so die Reihen, die ich damals angefangen habe, oder die Spiele, die ich damals haben wollte als Kind, die ich mir aber nicht leisten konnte, weil so wenig Taschengeld, meine Mutter wollte nicht oder, dass ich mir die Spiele halt erstmal kaufe, bevor ich mich jetzt mit dem ganzen neuen Schrott dazu mülle. Wie gesagt, ich habe zwei Kinder, da kommt der Preis, ohne dass ich warten muss. Ja, ja, stimmt. Ja, bei uns sind noch keine Kinder eingezogen. Wir haben gerade genug mit einem Welpen zu tun. Und mit drei Katern, einem Hasen, Fische und Krebsen. Ist gefühlt auch schon wie eine Großfamilie, nur dass es halt eine Großfamilie mit sehr vielen Tieren ist. Also ich habe auch, ich glaube, seit fast einem halben Jahr keinen Platz mehr in meinem eigenen Bett. Weil jedes Mal, wenn ich tatsächlich nach einem Stream hochkomme oder nach einem ruhigen Abend zum Zocken, ich gehe hoch und mein komplettes Bett ist einfach nur voll mit irgendwelchen Tieren. Und ich denke mir so, ja, wie soll ich mich jetzt bitte, ne, da drauflegen? So, meistens schlafe ich nur noch schräg, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Oder ich mache die Nacht tatsächlich durch. Und dann kommt es aber leider dazu, dass ich mir des Öfteren mal Spiele vorbestelle. Also für mich war der November, ich glaube November oder Dezember, wo Assassin's Creed Valhalla und Cyberpunk dann ja kamen. Kamen ja fast hintereinander weg. Ich glaube November und Dezember. Mein Geld ist einfach mal so zum Fenster rausgeflogen. Es hat gesagt so, ciao. Da bin ich und da bin ich auch gleich wieder weg, ne? Da ist die Tür. Da geht das Geld flöten. Na gut, ich führe die Ritter an. Geld Ich war danke euch. futsch. Die Elfen und die Hafkas treffen sich auf dem Golem-Totenacker. Schlagt mit aller Macht zu, voller Vertrauen. Möge das ewige Feuer euch leiten. Eure Tränke werden euch helfen. Sicher. Noch etwas. Wer sind diese Hafkas? Sie versorgen die Eichhörnchen mit Waffen. Ihr Name leitet sich von dem Elfenwort für Habgier ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so gut war. Weil eigentlich will ich mich diesmal den Squad Hill entschließen. Das letzte Game, das ich mir bei Steam sofort geholt habe, war FF15. Echt? Also, oh Gott, was hab. Bei Steam habe ich mir zuletzt. Ja, doch, Cyberpunk war das, glaube ich. Das gibt's doch, glaube ich, bei Steam. Doch, Cyberpunk gab's bei Steam, aber bei Valhalla, glaube ich, nicht. Das habe ich mir, glaube ich, zuletzt vorbestellt, ja. Und zuletzt gekauft. Das war irgendein Billig-Game. Irgendein Billig-Game hatte ich mir zuletzt gekauft. Was ist Und das jetzt denn? hatte ich mir gerade zwei PS2 Ewiges Games Feuer erfülle mein geholt. Herz. Zwei PlayStation Games hatte ich mir geholt. Und eins habe ich wiedergefunden.
in den Untiefen. Aber was ich mir bestellt hatte, war Jack and Dexter The Lost Frontier. Oder Frontier. Der letzte Teil der Jack and Dexter Reihe, der ja eigentlich absolut schlecht sein sollte, aber da ich ihn noch nie gespielt habe, dachte ich, jo, hol mal rein. Und weil meine alte CD von dem einen Spiel kaputt war, habe ich mir da nochmal einen neuen, oder nochmal das Spiel neu geholt von Legacy of Kain, der letzte Teil, Defiant. Ich weiß nicht, ob dir die Legacy of Kain Reihe was sagt. Oder überhaupt eine von den beiden Spielreihen. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. So. Also, warte, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen den Faden verloren. Golems Totenacker. Ach, das ist ja da vorne. Okay. Aber vorher speichern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damit gestorben bin. Aber. Ich denke, das sollten wir diesmal hinkriegen. Ich glaube, hier müssen wir dann später auch den Golem bekämpfen. Dem Totenacker. Oh, Teilchen. Aber, warte, einmal. Okay, wir haben den Gruppenangriff schon drin. Na komm schon. Gib ihm! Die lag ja gerade. Ach da, tatsächlich liegt dein Gesicht. Okay. Ich habe gesehen, dass ich dich gerade das Team, aber nicht im Discord habe. Oh, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Nightbot müsste den Discord-Link bereits im Chat haben. Müsste es vielleicht mal kurz hochscrollen oder so. Dann kannst du direkt drauf gehen. Ja, oder so. Das geht auch. Mit den Kommandos, da komme ich noch nicht so ganz. Ich habe sie zwar drin, aber ist halt das Einfachste. So, achso, ja, jetzt können wir eigentlich wieder zurück. Oder? Warum habt ihr eigentlich nur Dolche dabei gehabt? Leute, ich brauche Gold oder irgend sowas in der Art noch. Und nur Dolche? Wo ist Siegfried? Da ist Siegfried. Er schreit nicht gleich wieder. Aua. So, das ist gut. Ah, Geralt? Beim ewigen Feuer. Es ist schön, euch zu sehen. Lebt wohl. Oh. Jetzt hab ich's aber hier mit dem Leb wohl. Ah. Ja, schreit. Lebt wohl. Sag mal. Ich führte jetzt eure Ritter zum Golem. Jetzt hab ich's. Wie ging der Kampf aus? Jetzt ist es ein Elfentotenacker. Eure Ritter haben tapfer gekämpft. Es waren allerdings keine Hafkas da. Die Eichhörnchen haben uns aufgelauert. Ihr werdet für eure Treue belohnt. Der Orden kümmert sich um seine Freunde. Ganz ohne Zweifel. Ich werde es beweisen. Ich habe gegen die ermittelt, die uns in den Kloaken angegriffen haben. Und? Sie interessieren sich sehr für Hexer. Vor euch tauchte ein anderer in Visima auf. Berengar. Genau der. Ich fand heraus, dass er den Salamandra in die Hände fiel. Seid vorsichtig. Vielleicht wollen die euch ebenfalls. Berengar. Oh, nur vielleicht. Also. Danke, Siegfried. Es stimmt. Der letzte Langsam Stand war ja, dass Berengar tot ist. Freunde müssen einander helfen. So, wir haben Siegfrieds Dankbarkeit erworben. Ich möchte ja eigentlich gerne so einen Mittelweg finden. Level up. Ich möchte eigentlich einen Mittelweg finden. Sagst du dir PS2 Games gekauft hast. Das kann ich toppen. Schick dir ein Bild über Discord. Okay. Dann bin ich gespannt. Wahrscheinlich trifft mich gleich erstmal der Schlag, wenn ich sehe. Okay. Ach Mist, jetzt kann ich mich, glaube ich, nicht mehr mit Javan treffen, ne?
Weil ich gerade gegen die Squatel gekämpft habe. Und raus, okay. Ich bin dann bestimmt gleich angezeigt, oder? Eieiei. Alter. Alter. Okay, ich bin neidisch. Alter Falter. Was ist das denn? Also, ich komm dann demnächst mal beim zum Zocken rum, ne? Alter. Okay, ja, doch. Alter. Mystic Quest, Lufia. Alter. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Was ist das? Oh, richtig ewiges cool. Richtig cool. Da, wo jemand umgehörte SNS steht, neben der umgebaute PS2. Sehr gut. Also, ne? Zockerabend ist gesichert. Ich kann dir dann morgen mal Bilder von meiner Sammlung mal zeigen. Die ich da so habe. Also, SNES habe ich überhaupt nicht viel. Das ist alles noch so ein bisschen im Aufbau. PS2 ja schon viel. Aber noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. Mein Freund schüttelt teilweise auf den Kopf darüber, was ich da alles so mittlerweile im Regal stehen habe. Was ist das denn? Also, wobei ich mit meiner Sammlung auch zufrieden bin. Die ist, allgewaltig. Zumindest dafür, dass ich vor ein paar Jahren dann erst angefangen habe. Also die ersten Jahre, wo ich angefangen habe zu zocken, war das alles noch so im Rahmen. Jetzt so in den letzten 8 Jahren wurde es zu einer Sammelwut. Game Boy, Nintendo DS, N64 und GameCube sind auf den Bildern noch gar nicht zu sehen. Alter. Gut, Game Boy habe ich leider nicht. Ich habe zwar 2 Gameboy-Spiele. Die hat mir mein Freund irgendwann mal geschenkt. Wobei wir beide nicht wissen, woher diese Gameboy-Spiele eigentlich sind, weil er hat anscheinend nie einen besessen. Ich auch nicht. Aber irgendwoher sind diese zwei Gameboy-Spiele aufgetaucht. Nintendo DS hatte ich tatsächlich nicht so viel, weil ich das erst sehr, sehr... Oder ich habe den erst sehr, sehr spät gekriegt damals. Meine Familie hat sich halt gegen gesträubt. Die wollten halt nicht, dass ich noch so ein tragbares Ding mit hatte. N64 besitze ich leider nicht. GameCube habe ich, da habe ich aber insgesamt 4 Spiele für. Darunter auf jeden Fall Metroid Prime. Ich kann es von hier zwar nicht sehen, aber Metroid-Spiel. Dann auf jeden Fall doch King Kong habe ich noch, Ab durch die Hecke und Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Oder? Was, das dritte Zeitalter? Oder Rückkehr des Königs war es. Magst du die Zelda Games? Ja, tatsächlich. Ich habe aber zu meiner Schande, muss ich gestehen, nur Link's Awakening auf Emulator gespielt. Aber auch nicht zu Ende. Twilight Princess habe ich gespielt und ungefähr bis zur Hälfte A Link to the Past. Ungefähr. Aber mehr habe ich leider noch nicht gespielt, weil meine Verbindung zu Nintendo-Konsolen kam jetzt erst so in den letzten 6 Jahren. Ich habe letztes Jahr erst eine Wii. Also die alte Wii habe ich erst gekriegt, letztes Jahr. Die habe ich mir für, ich glaube, 100 Euro war's, erstanden. Mit Twilight Princess und noch einigen anderen Spielen. Ich hol mal die ganze Kindheit jetzt erstmal so richtig nach. Da kommt noch ein Bild. Oh. Eieiei. Du machst mir ein bisschen Angst. Aber ganz ehrlich, die SNES-Games, die sind echt mega. Ich mach's ja mit einem Kumpel. Wir verabreden jetzt uns so jeden Monat.
Und wir machen das halt immer so, wenn er dann halt zu mir kommt, machen wir es halt so, dass das eine Mal darf er sich ein Spiel aussuchen, das andere Mal ich. Und je nachdem, ja gut, wenn wir mit dem Spiel noch nicht durch sind an einem Tag, dann machen wir es halt beim nächsten Mal weiter. Aber danach darf sich dann halt der andere eins aussuchen. Und wir arbeiten uns jetzt so von Konsole zu Konsole vor, weil er halt viele Spiele, die ich habe, noch nicht gespielt hat und umgekehrt genauso. Und das finde ich echt mega cool, dieses System. So spielt man halt, oder ist man halt mal gezwungen, auch andere Spiele zu spielen. Ohne, dass man dann sagt, ach ja, ich hab keinen Bock drauf. Sondern man kann dann einfach drauf loszocken. So, ich verstehe immer noch nicht. Ja gut, das machen wir noch nicht. Krankenhaus, das ist das nächste. Wobei ich vorher nochmal, wo ist die Höhle? Hier ist die Höhle, ne? Ja. Nee, da ist die Höhle. Da möchte ich als erstes nochmal hin und möchte da mal reingucken. Jetzt sollte da sein, warte. Warte. Yep. Alter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Stimmt, Majora's Mask habe ich auch gespielt. Das habe ich als... also das ist auf meiner Wii mit drauf. Derjenige, der mir damals die Wii verkauft hat, hat da auch N64-Spiele noch mit drauf gehabt. Und das ein oder andere SNES-Spiel, weil damals konnte man ja anscheinend über die Wii auch noch auf so einen Shop zugreifen und... da ging das wohl auch noch, dass man dann halt N64-Spiele und so drauf ballern konnte. Da habe ich tatsächlich Majora's Mask. Und was ich auch mal spielen wollte, war... Ocarina of Time wollte ich mal spielen. Von Zelda. Das möchte ich unbedingt mal spielen. Die meisten Lösungsbücher habe ich auch. Oh, du hast auch noch die Lösungsbücher dazu. Queen of Time ist das Beste, wenn ich es nicht sogar das Beste. Ja, das habe ich mir so oft sagen lassen, dass das echt das Beste, mit eines der besten Spiele sein soll. Aber zu den Lösungsbüchern, ich besitze drei Lösungsbücher und alle drei von Final Fantasy. Zu 10, 10, 2 und 13. Die Sammlung möchte ich auch noch ausweiten mit den Lösungsbüchern. Ich brauche sie zwar nicht, aber ich möchte sie halt trotzdem haben. Ich möchte einfach Lösungsbücher haben. Aber was ich dann teilweise an Preisen auch sehe, da denke ich mir auch so, Alter. Ja, gib ihm. Aber Gott sei Dank unterstützt mein Freund ja meine Sammelwut. Durch ihn habe ich auch nur eine SNES gekriegt, weil er irgendwo, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen war das, da hat er halt so ein Schnäppchenangebot für die SNES gekriegt mit diesen Spielen dazu. Und da hat er sich dann gedacht, okay, macht er mir mal eine Freude. Und da kam mir irgendwann eines Abends dann halt mal nach Hause und meinte nur so, wir haben jetzt eine SNES. Und ich dann so, wie, wir haben jetzt eine SNES, was willst du von mir? So, und dann zeigt er mir das Ding nur und da ist auch noch Mario Kart mit bei. Und Gott, was haben wir Mario Kart gespielt in den Wochen danach? Ach, es war herrlich. Die FF-Bücher habe ich, FF7, 8, 9, 10, 12. Alter! Du, ich bin schon neidisch auf dich! Jetzt übertreibt du dich! Ich will auch! Auch. Vor allem die Final Fantasy Lösungsbücher, die ich halt haben. Oh, ich will auch. Also tatsächlich, ich mache mir immer so, alle drei Monate mache ich mal so einen größeren Einkauf jetzt. Oder habe ich halt auch vorher schon gemacht. Wo ich dann halt in einem Monat mal so Spiele hole, die ich haben möchte. Die ist dann, wo ich dann so ein bisschen auf Schnäppchenjagd gehe. Und dann in einem anderen Monat halt Bücher. Und das wechselt sich dann halt immer so. Nachdenkst du, wie viel Geld... Ja.
Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast. Ich kann es mir vorstellen, weil ich viele der Preise kenne. Weil ich ja selber oft genug nachgeguckt habe, gibt es das jetzt gerade günstig oder nicht. Bei Final Fantasy X, dem Lösungsbuch zum Beispiel, da haben einige das für 200 Euro angeboten, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist Final Fantasy X, das ist jetzt nicht so selten. So was, warum wollt ihr das Lösungsbuch für 200 Tacken verkaufen? So, ich habe es dann als Schnäppchen für 12 Euro, glaube ich, gekriegt über eBay. Da dachte ich mir dann auch, ja, gut, bin zufrieden. Mein teuerstes NES-Game hat mich 630. Alter! Und welches war's? Welches NES-Game? SNES-Game, so. Weißt du das noch? Welches das war? Da. Earthbound, ah, okay. Sagt mir sogar was. Sagt mir sogar was, das Spiel. Also das einzige Game, was bei mir teuer war, war Legacy of Kain: Blood Omen 1 für PS1 damals. Weil es gab das Game halt kaum in den Läden. Es wurde für den Teil auch halt nie großartig Werbung gemacht. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben fast 100 Euro dafür ausgegeben. Und das war für mich damals tatsächlich schon viel. Da dachte ich schon, oh, okay, so eine Stange Geld für so ein Spiel. Und wenn ich dann sowas lese, dann denke ich mir so, okay. So, heftig. Wir alle Games mit OVP und Handbuch. Mir reicht es nicht nur das Modul zum... Kenn ich. Bei uns gab es damals einen richtig geilen Gameladen. Der hat sich aber leider nicht halten können. Halt auch durch Plattformen wie Steam und so weiter. Das war halt ja, abzusehen, dass die irgendwann pleite gehen. Selbst jetzt gibt es nur noch sehr, sehr wenige Filialen davon. Und da habe ich damals so viele geile Spiele gefunden, wo dann halt auch Gott sei Dank noch Handbuch und alles dabei war und Originalverpackung. Gibt's heute halt leider kaum noch. Ich sehe das halt auch im Onlineshop, dass das, was sie da haben, immer und immer weniger wird, weil die meisten halt über Steam oder halt allgemein online jetzt nur noch kaufen. Und das ist dann so der Charme der alten Gaming-Läden so ein bisschen verloren geht. Weil ich fand das früher als Kind, fand ich das so cool, wenn man dann halt wirklich so in Gameland kam. Die Leute kannten, oder die da kannten mich halt auch schon in- und auswendig. Und du hast dann halt darin rumgestöbert und hast dann halt wirklich so alte Klassiker gefunden. Nur als Kind hatte ich leider nie genug Geld und meine Mutter war nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Ich war schon froh, dass ich überhaupt eine PS1 besitzen durfte. Und das war nur dank meinem Vater, weil er die hat einstauben lassen. Ich gedacht hat, ach, das Kind geht eh nicht raus. Komm, geben wir ihr eine Konsole. Das passt schon. Ich habe für meine Sammlung, wenn ich mich richtig erinnere, kaufen würde, wäre es ein Wert von locker 8000. Alter. Das ist das Stange Geld. Eine richtige Stange Geld. Ah. Aber es ist trotzdem ist es irgendwo geil, auch wenn es so viel Geld gekostet hat. Also ich bin, auch wenn ich halt nicht so einen hohen Wert habe, ich bin trotzdem richtig stolz auf meine Sammlung, die ich mir so aufgebaut habe. Und auch auf die Konsolen, die ich besitze. Da bin ich echt mega stolz drauf. Weil es einfach nur... Das ist einfach schon schön. So. Den Licht würde ich irgendwie anders bewegen, aber ich habe die Hoffnung. Achso, warte. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ich habe die Hoffnung, dass ich die Würfel gelistet habe. Ja. Geist.
Okay, das will er nicht. Also, normaler Angriff. Ja. Sehr schön. So, für Jean-Pierre haben wir jetzt auch alles vollständig. Ach du grüne Neuner, Schwalbe haben wir hier drin. Ah, hier haben wir die nächste Sephiroth-Dingens da. Kram. Wo ist denn nicht? Brauche ich zwar eigentlich eh nicht, aber komm, wechseln wir mal. Er kann nicht schaden. Ich habe für den SNES sogar Drink Quest. Jetzt komme ich und sage, ich habe noch nie Dragon Quest gespielt. Ich habe noch nie irgendein Dragon Quest Teil gespielt. Oh, ich könnte im Erdboden versinken. Ich habe schon wieder das falsche Schwert ausgerüstet. Oh, das nervt mich hieran so extrem, dass man so eine Ewigkeit braucht, bis man das Schwert ausgerüstet hat. So. Aber hier haben wir einen neuen Stein. Quen, das Zeichen Quen. Ja, das defensive Zeichen Quen erlernt. Dieses Zeichen blockiert Angriffe und schützt euch vor Schaden. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite. Rechtsklick, um den Zauber zu wirken. Quen verschwindet, wenn ihr ein anderes Zeichen wirkt oder einen Gegner angreift. Man verwendet es am besten, um sich Zeit zu verschaffen, damit man im Kampf Tränke zu sich nehmen kann. Ah, okay. Die habe ich damals für je 15 Euro bekommen. Da musste ich zugreifen, ja. Hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Würde ich auch heute noch machen. Wenn ich das irgendwo günstig finden würde. Na komm. Oh. Noch ein Wolfie. Aber falscher Kampfstil. Also ich hoffe ja, dass das in Witcher 2 hier besser wird und nicht so viele Kampfstile beherbergt. Weil so langsam kriege ich hier ein Drehwurm. Wenn du Dragon Quest spielen willst, dann solltest du auf PS2 beginnen. Okay. Warte, das werde ich mir auf jeden Fall einmal kurz notieren. Weil ich habe da ja überhaupt keine Ahnung von. Aber das wäre dann zumindest so ein Teil, den ich, oder ein Spiel, was ich mir dann so als nächstes anschaffen würde, sofern ich es halt günstig finde. So. Weil ich möchte unbedingt mal Dragon Quest spielen. Oder ich weiß gar nicht, welchen gibt es bei Steam? Ich glaube den 11. Ist das der 11.? Ich glaube. Aber dann, ich habe halt immer gehadert, ob ich mir den hole. Aber ich kenne halt alle anderen Teile nicht. Und ich habe Angst, dass es dann vielleicht nicht meins sein könnte. Und ja. Der 8 ist super. Ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich den irgendwo günstig finde. Der 11 soll auch Hammer sein. Also, ein Streamer-Kollege. Der hat den auf jeden Fall als Let's Play gemacht oder vielleicht sogar auch gestreamt, weiß ich jetzt nicht genau. Und der fand den, meine ich, auch ganz cool. Aber da ich, wie gesagt, null Erfahrung mit Dragon Quest habe, weiß ich halt auch nicht, was so der beste Teil da wäre, halt anzufangen oder ob es sich überhaupt noch lohnt, jetzt noch mit anzufangen. Da reden wir mal im Discord, ja. Da haben wir dann auf jeden Fall mehr Zeit und mehr Ruhe auf jeden Fall für. So. Gut, ich glaube, die Höhle haben wir jetzt hier soweit fertig. Wenn wir es können, wir auch reden während des Spiels. Könnten wir auch machen. Müssten wir nur kurz in den einen
In der Zeit schreibe ich nur ich, ja. Ja, heute ist relativ wenig los, weil Witcher interessiert halt kaum jemand. Ich weiß zwar nicht warum, weil Witcher finde ich einfach ist ein echt mega geiles Game. Vor allem jetzt tatsächlich beim zweiten Mal durchspielen, gefällt mir das Spiel deutlich besser als beim ersten Mal, muss ich sagen. Das erste Mal war halt... Ja gut, ich habe für mich war es halt auch einfach zu schwierig. Aber auf Mittel war es halt gefühlt so, als wenn es auf ultra schwer steht. Du hattest halt bei so vielen Sachen null Chancen. Es war einfach so unfair. Und jetzt macht es halt wirklich Spaß. Es ist zwar irgendwo noch knifflig, es ist aber halt auch nicht so übel schwer. Deswegen habe ich da jetzt schon mehr Freude dran als zuvor. Gut, und weil ich halt auch besser klarkomme jetzt schon. Ich weiß halt, worauf ich jetzt achten muss und ja. Aber wie gesagt, ich kann gern gleich kurz in den Discord gehen. Und dann einmal in den einen Dings da reinwechseln. Hier sollten ja gerade keine Kämpfe sein. Discord.